Ein ganz herzliches Grüß Gott, liebe Zuschauer von Tirol TV. Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer AK Tirol Tour 2021. Heute sind wir zu Gast in der Bezirkskammer in Kitzbühel. Und als Oberländer, das kann ich euch sagen, geht es einem immer so, man betritt da ein Terrain in Kitzbühel, das nur so voll Tourismuskraft strotzt. Aber es hat natürlich auch den Bezirk empfindlich getroffen im letzten Jahr. Darüber und über vieles mehr sprechen wir heute mit dem Bezirkskammerchef, mit dem Magister Christian Plätzer. Außerdem habe ich noch den Kammerrat, den Gerald Sturm, geladen. Und mit den beiden werde ich mich heute unterhalten. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Hier sind wir jetzt im Büro von Bezirkskammerleiter Magister Christian Plätzer. Christian, ich freue mich, dass wir wieder in Kitzbühel zu Gast sein dürfen. Heute, um die Bezirkskammer etwas besser vorzustellen. Ich glaube, wir müssen schon ein bisschen über ein herausforderndes Jahr reden, wo du auch ein paar Zahlen dir vorbereitet hast. Ich glaube, Kitzbühel hat es natürlich auch durch seine Ausrichtung im Tourismus arbeitslosentechnisch im letzten Jahr sehr empfindlich erwischt. Kitzbühel ist touristisch ausgerichtet. Wir haben zwischen 25.000 und 27.000 Mitglieder hier und ein Fünftel davon ist in der Gastronomie und in der Beherbergung beschäftigt. Das hat natürlich auf die Arbeitsmarktsituation Auswirkungen und so sind wir jetzt im Vergleich zu Tirol massiv mehr von der Arbeitslosigkeit belastet. Beispielsweise von 2019 auf 2020 haben wir eine Zunahme von 101% Arbeitslose gehabt. Im Tirol-Schnitt waren das nur 77%. Also man sieht schon, dass es da massive Auswirkungen hat. Den traurigen Höchststand haben wir gehabt im Ende Jänner 2021 mit 4.200 Arbeitslosen. Und im Februar war es so, dass wir immerhin das Dreifache vom letzten Jahr gehabt haben, also Februar 2020, also kurz vor der Krise. Das alles sind natürlich Auswirkungen, die für die Mitglieder schon dramatische finanzielle Folgen haben wir. Lass uns noch mal zum ersten Lockdown gehen. Der erste Lockdown hat ja auch den Bezirk Kitzbühel wahrscheinlich kalt erwischt. Ja, es war ein massiver Einschnitt. Man muss sich vorstellen, im Jänner 2020, Hahnenkammrennen mit 86.000 Zuschauern entlang der Streif, volle Pisten, ausgebuchte Hotels und dann plötzlich wenige Wochen drauf leere Straßen und vor allem die pandemiebedingten Schließungen im Gastgewerbe bei den Bergbahnen. Hat natürlich zu ganz großer Verunsicherung bei den Arbeitnehmern geführt. Die Anfragen waren extrem damals. Wir konnten ja auch selber nicht persönlich beraten. Deshalb sind sehr viele telefonische Anfragen gekommen. Wir haben in diesem Zeitraum, wo geschlossen war, das waren 1,5 Monate, sind 2.200 telefonische Anfragen allein in Kitzbühel bearbeitet worden. Wenn man sich jetzt das vorstellt, es war dann der Lockdown war dann vorbei. Beziehungsweise die Arbeiterkammer hat ihre Türen wieder geöffnet und zwar als eine der wenigen Institutionen hat es dann quasi wieder die durchgehende persönliche Betreuung gegeben. Hat man da positives Feedback von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bekommen? Ich denke, ja. Ja, sehr. Das war wirklich eine folgerichtige Entscheidung der Kammerführung, gerade auch im zweiten Lockdown die Kammer offen zu halten. Wir haben jetzt durchgehend geöffnet seit 4. Mai 2020. Das heißt, die Menschen können kommen zur persönlichen Beratung, brauchen keinen Termin vorher. Und kommt natürlich bei den Leuten gut an. Es war insofern folgerichtig, als gerade die Helden der Arbeit, also gerade die Leute, die in der Pflege gearbeitet haben, im Handel, die in der Medizin gearbeitet sind, die haben natürlich auch betreut werden müssen. Und diese Möglichkeit hatten sie. Also es ist ganz wichtig, auch in Krisenzeiten, dass man vor Ort einen verlässlichen, kompetenten Partner hat, der einem dann zur Seite steht. Lass uns zum Abschluss noch zu einer Erfolgsrate kommen. Denn trotz dieses schwierigen Jahres, trotz des Lockdowns, kann die Arbeiterkammer in Kitzbühel auf ein paar Zahlen verweisen, die sie als Erfolge für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbuchen kann. Ja, es war natürlich dieses 2020 war ein besonderes Jahr mit vielen Schwierigkeiten natürlich. Aber letztendlich haben wir fast 10.000 Vorsprachen gehabt. Also das waren die telefonischen, die schriftlichen und auch die persönlichen Vorsprachen. Und haben für die Mitglieder im Bezirk über 1 Million Euro erstritten. Und das sind schon Zahlen, die gerade jetzt in der Krise, wo sehr viele Arbeitnehmer verunsichert sind, wo sie wirtschaftliche Probleme haben, zum Teil in der Arbeitslosigkeit sind oder in der Kurzarbeit, ist das natürlich ein wertvoller Beitrag gewesen.
Vielleicht noch zum Schluss, es gibt natürlich dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in deinem Team, die für das Erstreiten dieser Summen verantwortlich sind. Wie ist euer Team hier in Kitzbühel aufgestellt? Wir haben drei Juristen, die, wie es halt in den Bezirkskammern auch üblich ist, sehr generell die Rechtsbereiche beraten. Dann werden wir noch unterstützt von drei Mitarbeiterinnen im Sekretariat, die den Empfang machen und unseren Schriftverkehr. Und dann haben wir noch eine Reinigungskraft und einen Techniker, der schaut, dass es hier sauber ist und alles funktioniert. Davon haben wir uns heute schon ein bisschen ein Bild verschaffen können. Es ist eine ganz tolle Atmosphäre bei euch hier und ich glaube, das Klima lädt direkt ein, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die vielleicht noch nie vorbeigeschaut haben, auch einmal in der AK Kitzbühel vorbeischauen. Vielen Dank, dass wir zu Gast sein dürfen heute bei dir. Und wir treffen jetzt gleich einen Kamerad, und zwar den Gerald Sturm, und werden mit ihm ein bisschen genauer noch die Tourismussituation im Bezirk beleuchten. Wenn man hier so ein bisschen durchs Foyer der Bezirkskammer in Kitzbühel flaniert, dann sieht man eine schöne Bildergalerie von den Arbeitern und Arbeiterinnen im Bezirk und eine Zeit des Aufbruchs, des beginnenden Tourismus. Und darüber will ich jetzt ein bisschen sprechen mit unserem Bezirkskammerrat, mit dem Gerald Sturm, der selbst ein Kind des Tourismus ist. Du hast ja selber Koch gelernt und ich glaube, du weißt da auch, wovon du sprichst. Ich glaube, wir sollten schon ein bisschen über die Aussichten für die Beherberger, für die Gastronomiebetriebe und für die Arbeiter und Angestellten im Bezirk jetzt in der Sommersaison sprechen. Der Punkt, auf den ich gleich anspreche, ist, koste es, was es wolle. Ich glaube, dass da alles ankommt, wo es hingehört, da sieht die Arbeiterkammer schon an und Nachholbedarf. Du hast schon dieses Motto, koste es, was es wolle, ausgegeben. Wir können uns alle nachher noch erinnern, letztes Jahr. Ja. Und koste es, was es wolle, da stellen wir uns einfach eins vor, diese Verteilungsgerechtigkeit. Weil sie sollen ja nicht als primär nur in einer Schiene laufen, sondern auch nachher den Arbeitnehmern nachher jetzt zugutekommen. Ja. Und ich schätze jetzt auf, in dieser Krise könnte man dies nachher mal jetzt versuchen, gerecht nachher jetzt zu verteilen. Weil du eins gesagt hast nachher mit Tourismus, ich komme selber an und für sich aus dem Tourismus. Ja. Bin zwar jetzt nicht mehr tätig, aber habe immer noch nur Kontakte zu ehemaligen Kollegen und Kolleginnen. Ja, Gerald, wir haben ja auch schon im Vorgespräch ein bisschen drüber diskutiert. Da gibt es schon auch ein Problem. Selbst wenn die Sommersaison jetzt floriert und wenn alles aufsperrt und wir Covid-bedingt keine Probleme bekommen, haben die Arbeitnehmer doch ein Problem, weil sie unter Umständen die Versicherungszeiten nicht zusammenbekommen. Ja, das stimmt, weil die kommende Sommersaison wird höchstens also 16 bis 18 Wochen sein. Ja. Und dass sie nachher in den Genuss vom Arbeitslosengeld, müssen sich mindestens 28 Wochen Arbeitslosen da versichert sein. Und wenn wir jetzt ein bisschen eine Zukunftsvision malen, ich glaube, da hast du zwei Dinge, die dir wichtig wären. Zum Ersten vielleicht die Motivation, mehr Ganzjahresbetriebe zu etablieren. Also vielleicht auch, dass der Tourismus da ein bisschen seine Gesinnung umstellt. Und zum Zweiten vielleicht auch ein bisschen ein ehemaliges Fachkräftepersonal, das ja da wäre, in diesen Berufsstand zurückzuführen, der einen Fachkräftemangel vorweist. Wir wissen alle, dass Einheimische, also Fachkräfte, bei uns extrem außer Rand sind momentan. Ja. Mir schwebt zum Beispiel eins vor, so größere Hotels, ja, eventuell nachher in Jahresbetriebe umzustrukturieren. Ja. Die Einheimische, also Kraft, also hätte nachher jetzt die Sicherheit, das ganze Jahr arbeiten jetzt zu können, müsste nicht mehr also stempeln gehen oder jetzt sprich die Arbeitslose nachher jetzt beziehen, ja, hätte den 13., also 14. jetzt Gehalt, ja. Und das ein gewisser Anreiz auch nachher da für die Einheimischen im Ort wäre, ja, wieder nachher den Arbeitsplatz im eigenen, also Heimatort nachher jetzt zu haben, weil das Auspendeln nicht jedermanns Sache ist, ja. Da kann ich nur sagen, schön, dass ihr heute dabei gewesen seid bei unserem Ausflug
ins malerische Kitzbühel. Und wir haben noch ein Highlight für uns auf unserer AK Tirol Tour 2021, nämlich den Besuch in Osttirol, in Lienz bei der Bezirkskammer. Und ich hoffe, da seid ihr auch wieder mit dabei. Jetzt noch viel Spaß mit dem laufenden Programm von Tirol TV. Danke fürs Einschalten.